Ich bin Mitte 40. Das ist das, was vor 20 Jahren passiert ist. Eines Tages habe ich einen meiner Freunde in seiner Wohnung besucht, die sehr alt und schäbig war. Da war die Tür zu einem Aufzug in der Mitte des Ganges. Ich kann mich nicht so gut erinnern, aber mein Freund lebte in der Nummer 701 oder 801, im 7. oder 8. Stock. Also von außen vor dem Haupteingang des Wohngebäudes betrachtet, befand sich seine Wohnung auf der linken Seite am Ende. Eines Sommertages sagte mein Freund, er wäre alleine und hätte keine Pläne. Also riefen wir zwei unsere Freunde an und machten einen Saufabend. Wir vier haben schon am frühen Abend angefangen zu trinken. Und bevor wir schlafen wollten, lagen wir alle auf dem Boden, machten das Licht aus und begannen zu reden. Während wir uns miteinander unterhielten, strahlte ein Licht von der Straße durch das Fenster und beleuchtete die Decke. Ich dachte, dass es das Straßenlicht von unten vor dem Haus war. Und wir quatschten weiter, während wir an die Decke guckten. Auf einmal wurde die weiße Decke schwarz, als würde etwas das Licht verdecken. In diesem Moment schauten wir duckend aus dem Fenster. Jemand mit einer gruseligen Ausstrahlung hing an den Stahlstangen vor dem Fenster. Da das Licht von hinten auf diese Person schien, konnten wir sein Gesicht nicht klar erkennen. Dann, nachdem er eine nicht identifizierbare Bewegung machte, lächelte er, ohne ein Geräusch zu machen, und zeigte seine weißen Zähne. Wir waren in dem Moment so schockiert, dass wir aufhörten zu reden und erstarrten. Plötzlich schnappte sich einer von uns eine leere Weinflasche, lief zum Fenster und schrie: "Tötet diesen Bastard!" Aber der gruselige Kerl verschwand. Einige Minuten später gingen wir aus der Wohnung, um zu sehen, wo er hingegangen war, aber wir konnten ihn nicht finden. Wir konnten nur seine stampfenden Schritte hören und nahmen an, dass er im Flur war und die Treppen hinunterging. Die Treppen nach unten laufen war der einzige Weg, um diese stampfenden Geräusche zu machen. Es klang so, als würde er nach unten gehen und dort umherlaufen. Also folgten wir den Treppen nach unten, um nach ihm zu sehen, aber kehrten voller Angst schnell wieder zurück in die Wohnung. Erst dachten wir, es muss ein Räuber oder irgendein verrückter Typ gewesen sein, der vor dem Fenster lachte. Aber als wir zurück in die Wohnung unseres Freundes kamen, waren wir alle schockiert. Die Entfernung zwischen dem Ende des Ganges und dem Fenster der Wohnung unseres Freundes war zu weit, um sich dort an die Stahlstange zu hängen und rüberzuspringen. Nur ein Verrückter würde es versuchen und in den Tod stürzen. Normale Menschen können sich nicht einmal an so einer Stahlstange festhalten. Wir dachten, dass vielleicht jemand versucht hatte, sich umzubringen, indem er vom Dach des Gebäudes gesprungen ist und sich dann im Fall an der Stahlstange festgehalten hat. Also gingen wir runter ins Erdgeschoss, um zu sehen, ob da eine Leiche lag. Aber da gab es keine einzige Spur. Nach dieser Erfahrung besuchte ich sein Haus nie wieder.